Ich werde dafür sorgen, dass weitere Millionen meine Worte hören. Dienstag, 20. August 2013, 19.20 Uhr. Meine innig Geliebte, meine Liebe und mein Erbarmen für alle Sünder hat bedeutet, dass ich von heute an Milliarden Seelen großer Barmherzigkeit gewähre. Ich werde ihnen die Augen öffnen für meine Botschaften für die Menschheit. Ich werde dafür sorgen, dass weitere Millionen meine Worte hören, damit ich viel mehr verlorene Seelen in das neue Paradies mitnehmen kann. All diese Seelen, die aufgrund ihrer Sturheit diese Botschaften niemals annehmen würden, werden sie jetzt als das erkennen, was sie sind, ein Akt der Barmherzigkeit von mir, damit ich ihre Seelen retten kann. Priester, die meine Botschaften denunziert und für Worte des Teufels erklärt hatten, werden bis dann den schrecklichen Fehler erkennen, den sie gemacht haben, indem sie Seelen die Möglichkeit verweigert haben, meine himmlische Stimme zu hören. Nichtgläubige, die darum gerungen haben, Frieden zu finden, werden jetzt zu meinen Botschaften hingezogen werden, und bald werden sie Trost von mir suchen. Ich warte auf sie, und sobald sie auf mich zugehen, werde ich sie mit einer Sehnsucht nach meiner Liebe erfüllen, so dass sie machtlos sein werden, mich zu ignorieren. Diejenigen, die an Gott, den allmächtigen Vater, glauben und die mich, seinen geliebten Sohn, nicht annehmen, werden in ihren Seelen berührt sein. Sie werden nach der Wahrheit schreien, da sie sehen, wie sich die Welt bis zur Unkenntlichkeit verändert haben wird. Dann werden diejenigen, die mich lieben und die standhaft bleiben in ihrem Glauben, denen es aber nicht gelingt, mich zu erkennen, wenn ich ihren Seelen zurufe, dann werden diese von der letzten Erkenntnis überwältigt sein, wenn meine göttliche Gegenwart ihnen bekannt gemacht werden wird. Ich werde mich freuen, wenn diese, meine Anhänger, mir erlauben, sie auf dem letzten Weg in rechter Weise zu führen. Ich gebe der Welt diese Geschenke, weil ich alle liebe. Erwarte dieses Geschenk mit Liebe und Dankbarkeit. Euer Jesus.